So, ein wunderschön. Ich hatte ja vor einiger Zeit das Video hochgeladen, Knoppix-Installation HDD. Also das Video hier. Allerdings war damals meine Soundqualität ein bisschen sehr schlecht, also ist sie heute auch noch, aber es ist schon etwas besser, weswegen ich jetzt ein kleines Update-Video bringe auf die aktuelle Knoppix-Installations-CD sozusagen. Und ich bin schon wieder falsch im Ordner. Aktuell Knoppix Version 8.3, sollte jeder wissen. Also jeder, der Knoppix gerade bezogen hat. Im Internet offiziell verfügbar ist das die aktuelle Version. Das hier ist von der Heft-CD, welche auch immer. Beziehungsweise jeder, der am Knoppix-Stand war. Deswegen werde ich mich persönlich auf die hier berufen. Die Installation ist aber bei beiden genau die gleiche, weil zwischen den beiden Versionen hat sich nicht allzu viel geändert. Ja. Ansonsten, wie bei meinen Let's Plays Videos, es ist oben leider ein bisschen und unten ein bisschen abgeschnitten, weil ich 16 zu 10 Bildschirm habe. Und jetzt praktisch mein Setup gerade praktisch benutze, was ich auch für die Let's Plays benutze. Okay, wir brauchen einmal eine virtuelle Maschine. Und ja, wir müssen erstmal eine Festplatte erstellen. Das machen wir ganz schnell. Das ist jetzt für alle die wichtig, die es selber erstmal probieren wollen auf einer virtuellen Maschine. Alle anderen können dann zu einer Stelle springen, wo ich mit der eigentlichen Installation loslege. So, Quick Emulator, Image Create, Media SDB1, wie nennen wir die? Knoppix HDD, Ojemine, deine Mutter liegt im Schnee, Gigabyte. Sollte passen, sollte passen. Das funktioniert. So, dann starten wir jetzt die virtuelle Maschine mit 4 Prozessorkernen. Ordentliche Menge an Arbeitsspeicher. Ja, ich weiß, binärprefix wäre das. Allerdings ist KVM eine 32-Bit-Anwendung, dementsprechend 1 MB Reserve, damit er nicht rummeckert. So, CD-ROM. Da nehmen wir die Knoppix-Version 10 und als virtuelle Festplatte die gerade erstellte Knoppix-Festplatte. Also Festplatte für Knoppix. So, das ist der Befehl für die virtuelle Maschine. Ab jetzt geht die eigentliche Installation los. Sehr viel gilt von dem, was ich in dem alten Video bereits erklärt hatte. Allerdings war da sehr viel nicht verständlich. Deswegen jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet. So, dieses Fenster begrüßt euch, wenn ihr die CD ins Laufwerk einlegt und den Rechner über diese CD startet. Um den Rechner über diese CD zu starten, müsst ihr normalerweise im BIOS die Bootreihenfolge verändern oder viele moderne BIOSe und UEFIs lassen mittels bestimmten Tastendruck, meistens F12, F11 oder F10, im Bootmenü, wo ihr praktisch ja, temporär ein anderes Laufwerk wählen könnt. Wenn ihr da Probleme habt, guckt im Internet über euer BIOS nach oder im Handbuch zu eurem BIOS. Beziehungsweise halt, wenn ihr Laptop habt, Geräte, Modellnummer zu eurem Gerät. Findet man bei Google haufenweise Informationen, wie man das macht. Wir wollen hier eigentlich nur die eigentliche Installation betrachten. Und die läuft wie folgt ab. Wenn ihr in dem Menü seid, dann könnt ihr mit der F2, mit der F3 und mit der F4, okay, F4 ist gerade nicht belegt, also F2 und F3 bestimmte Sonderfunktionen angeben. Das ist dafür gedacht, wenn Knoppix standardmäßig mit irgendwas Probleme hat. Da das normalerweise nicht der Fall ist, brauchen wir das Ganze nicht. Drücken F1, um wieder in die normale Vorschau zu gehen. Klappt aber auch bei F2 oder bei 3 ganz normal mit Enter bestätigen. Dann startet Knoppix ganz normal als vollautomatisches Live-System, so wie es original gedacht ist, ohne Veränderungen. Für die, die ein 64-Bit-System benutzen, ja, Knoppix erkennt das automatisch. Wenn ihr am Anfang einfach nur Enter drückt, habt ihr auf dem 32-Bit-Rechner den 32-Bit-Kernel und auf dem 64-Bit-Rechner den 64-Bit-Kernel. Da braucht ihr, wie gesagt, normalerweise einfach am Anfang einmal Enter drücken,
dann passiert genau das, was jetzt gerade passiert, alles vollautomatisch. Alles andere ist wirklich nur, denn wenn irgendwelche Sachen Probleme machen sollten, etc., etc., etc. So, jetzt kommt die eigentliche Installation. Wir können diese auf zwei Wegen machen. In diesem Video werde ich erstmal wieder die klassische Variante benutzen. Ich werde dann aber nochmal ein Video hochladen, wo die spezielle Variante genutzt wird, was auch bei Festplatteninstallationen funktioniert. Ich persönlich mag eher diese, habe auch auf meinen Systemen immer diese Version genommen. Für die, die da ein bisschen, naja, die klassische. Also über das Startmenü, dann habt ihr jetzt hier einen neuen Reiter, Knoppix. Der ist in Version, jetzt muss ich lügen, Knoppix Version 7 oder so, ist der hinzugekommen. Hier habt ihr jetzt alles drin, was direkt Knoppix interner ist. Und da habt ihr auch Knoppix HD Installation. Das war früher in den Einstellungen, glaube ich, mit drin. Hier muss ich lügen, Einstellungen oder Systemwerkzeuge, eins von beiden. Ist jetzt in das neu erschienene Menü oder Untermenü Knoppix gewandert. So, und da klicken wir einfach mal auf HD Installation. Dann bekommen wir eine schöne Willkommensmessage, die man akzeptieren soll, wegen weil dieser Meldung. Es ist halt Knoppix, es ist halt von freiwillig entwickelt, sprich also es kann keiner, ich betone das nochmal, keiner, auch ich nicht, Garantie für irgendwelche Schäden übernehmen. Heißt also, wenn ihr Knoppix installiert und euer Rechner, weiß der Geier was, auf einmal anfängt, eure Bude abbrennt und ihr zusammen mit eurer Familie sterbt, es ist extrem unwahrscheinlich, ne? Aber für den Fall, dass es passiert, kann keiner dafür die Haftung übernehmen. Kleiner Workaround dazu. Erzähle ich während der Installation. So, jetzt erstmal Fenster einfach akzeptieren und weiter. Andere Auswahl hat man nicht. Alles andere würde das Installationsprogramm beenden. Noch eine Warnung, weil Warnungen kann man nie genug haben. Na? Also wenn ihr auf euer Fenster, auf eure Tür schreibt, bitte nicht stören. Dann am besten fünfmal. So, wir wollen die Installation ausführen. Hier hat man jetzt eine Auswahl, wie man seine Festplatte partitionieren möchte. Wer alleine das Wort partitionieren nicht kennt, einfach hierauf gehen. Für alle anderen, die ein bisschen mehr Ahnung haben, hierauf gehen. Wenn ihr eine neue Festplatte habt, also wirklich eine Festplatte, so wie ich sie jetzt gerade erstellt habe, oder ihr eine Festplatte habt, die ihr noch keinsterweise benutzt habt, ihr habt ein neues Gerät gekauft, die Festplatte ist komplett leer, dann könnt ihr auch das hier verwenden. Da wird die gesamte Festplatte praktisch komplett für Knoppix verwendet. Das wäre jetzt also für Einsteiger, für Fortgeschrittene, das hier. Fortgeschrittene kennt sich hiermit auch schon aus, deswegen werde ich das jetzt nicht weiter beleuchten. Sondern wir werden das hier benutzen, weil wir haben eine neue Festplatte, also kann die gesamte Festplatte für Knoppix verwendet werden. Bam. So, da können wir jetzt die Festplatte auswählen, die wir machen, die wir benutzen wollen. In dem Fall SDA. So, Festplatte komplett verwenden. Ja. So, jetzt wird diese Festplatte komplett partitioniert und formatiert. Das macht er komplett alleine. Und für den Fall, dass dabei keine Fehler auftreten, wegen Festplatte-Defekt oder whatever, kommt das hier. Das ist schön. So, und wenn man jetzt auf OK klickt, dann kommt eigentlich der komplett automatisierte Installationsprozess. Ab hier braucht ihr jetzt nichts mehr drücken. Auch wenn man hier drücken kann, macht keinen Sinn. So, hier hat man jetzt dann nochmal die Auswahl. Und jetzt ist hier zusätzlich zu der Partition die Festplatte angezeigt, die er automatisch erstellt hat. Diese also einfach anklicken und mit dem OK beginnt man jetzt die Kopierung der Daten, also praktisch das, ja, den eigentlichen Datenübertragungsprozess bei der Installation. Das dauert jetzt eine Weile und danach ist er quasi auch schon fertig mit der Installation. Was ich nochmal sehen wollte, ist, Knoppix zu installieren ist wirklich relativ gefahrenlos. Ich habe derzeit 11 Laptops, 5 Rechner und 7 Mini-Rechner. Also so diese kleinen Media-PCs, die man sich so unter den Bildschirm klemmt und dann praktisch damit als Zinn-Client etc. Und auf all diesen Geräten läuft Knoppix out of the box. Ihr müsst also nichts einstellen, kein nichts, kein gar nichts. Von daher würde ich mal sagen,
relativ anwenderfreundlich. So, die Installation dauert jetzt ein bisschen. Ich könnte jetzt über Gott und die Welt schwafeln. Jojo. Mhm. Mhm. Deine Mutter ist so schön. Ach Gott. Dieser Vorgang dauert natürlich je nach Datenträgergeschwindigkeit länger oder kürzer. Sprich also, wenn ihr das von einem sehr alten CD-ROM-Laufwerk installiert oder von einem langsamen USB-Stick, kann das länger dauern. Wenn ihr das von einem relativ schnellen USB-Stick installiert, geht das relativ schnell. Ihr seht hier gerade, ich habe derzeit so ungefähr 10 Megabyte pro Sekunde Lesegeschwindigkeit. Das liegt daran, weil das Image bei mir nicht auf dem Rechner liegt, sondern auf dem Server. Ist für euch das uninteressant. Fakt ist, dieser Balken geht mal schneller, mal langsamer vorbei. Ihr müsst in der Zeit aber nichts machen. Es kann sein, dass wenn das etwas länger dauert, also mehr als 20 Minuten, dass dann auch ein Bildschirmschoner kommt. Wenn der kommt und ihr das nicht möchtet, ganz normal Start, Einstellungen, Bildschirmschoner. Könnt ihr auch während der Installation machen, keine Angst, aber es ist gar nichts. Eigentlich sollte sich jetzt ein Fenster öffnen mit den Bildschirmschoner-Einstellungen. Aha. So. Ja, wie gesagt, solange bis ihr es installiert habt, wenn das von CD läuft oder von USB-Stick, ist es halt wie jedes Live-System etwas langsamer. Das ist aber völlig normal. So, Bildschirmschoner deaktivieren, dann lässt ihr euch auch in Ruhe. Sobald ihr Knoppix dann installiert habt auf der Festplatte, läuft es extrem flott. Das ist halt wirklich nur, weil ich es jetzt hier über das Netzwerk laufen lasse. Das ist also äquivalent dazu, wie als wenn man das über ein altes CD-ROM-Laufwerk laufen lässt. Und wie gesagt, das ist einfach in der Natur von CD-ROM-Laufwerken. Die sind halt nicht so schnell wie Festplatten. Das sollte wohl bekannt sein. So, zurück zur Installation. Nur geht ja eigentlich. Also verglichen mit einer Windows XP Installation, geschätzt schneller. Verglichen mit einer Windows 10 Installation, geschätzt viel schneller. Und verglichen mit jeder anderen Installation, geschätzt galaktisch schneller. Weil der Vorteil bei Knoppix ist, Knoppix an sich ist ja schon komplett fertig. Deswegen ist es ja praktisch ein Live-System, weil ihr könnt das Betriebssystem direkt von der CD aus benutzen, wie jedes andere Betriebssystem. Dementsprechend braucht er bei der Installation auch nichts mehr einrichten, sondern alles, was Knoppix bei der Installation macht, ist wirklich 1:1 das CD-Image oder den USB-Stick auf die Festplatte entpacken. Das ist quasi ein Durchgang und dann ist er fertig. Ansonsten, ja, Knoppix auf Flächen kopieren kann ich eigentlich auch gleich in diesem Video machen. Ich muss mal kurz gucken, wie lang das Video wird. Ich glaube, ich mache doch halt zwei Videos. Eigentlich brauche ich das auch gar nicht installieren, weil alles, was ich euch zeigen möchte, kann ich auch direkt in der Live-CD machen. Ist auch egal. Ja, wie gesagt, Knoppix Live-System heißt also, ihr könnt ja schon während des Systems, also während ihr von CD oder von USB-Stick startet, könnt ihr ja alles machen. Und nach der Installation verhält sich Knoppix genau gleich. Heißt also, man hat jetzt keine Benutzerverwaltung, keine Konto, wo man sich anmelden muss oder ja, sonst irgendwas. Von daher braucht man sich da auch nicht umgewöhnen oder ähnliches. Und das ist auch der Grund, weswegen ich persönlich das hier bevorzuge. Jetzt habe ich darauf geklickt. Das war natürlich dumm. Cancel. Weil die HD-Installation hat noch ein paar Kindheitskrankheiten, weil Knoppix halt eigentlich nicht für die HD-Installation gedacht ist.
Weswegen ich persönlich halt das hier vorziehe, weil da wird Knoppix auf der Festplatte genauso installiert, wie es auf dem USB-Stick oder auf der CD vorliegt. Nur mit dem Unterschied, dass ihr halt alles speichern könnt, wie auf dem USB-Stick. Na, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, solange wie der hier braucht. Lalala. Ansonsten, Programme sind auch ein paar dazugekommen. Hier hat sich kaum was geändert, wobei ich da nicht so den Überblick habe, weil ich mit Barrierefreiheit und Bildung nicht allzu viel am Hut habe. Ansonsten ist der übliche Mix bei Debian mit bei, heißt also LibreOffice in der aktuellen Version ist mit bei. Bei der Entwicklung habt ihr die modernen Entwicklungsumgebungen neu hinzugekommen. Jetzt auch die von Qt5, weil ist aktuell, macht Sinn. Eclipse habt ihr natürlich auch mit an Bord, wie bei der alten Knoppix-Version. GIMP ist auch in der aktuellen Version. Ich weiß, doch, müsste die 2.10er-Version sein. Internet habt ihr eine kleine Änderung. Und zwar habt ihr nach wie vor sowohl Firefox als auch Chromium drauf. Für alle, die es nicht wissen, Chromium ist praktisch diese Open-Source-Version von Chrome. Und alle, die Chrome verteufeln. Ja, ich verteufel Chrome auch. Weil es von Google, weil es nicht Open Source und weil Google macht damit Sachen, wo ich nicht weiß, was es damit macht. Und Chromium ist praktisch ein Open Source Browser, der von Google komplett getrennt ist und Open Source gepflegt wird. Heißt also, da braucht ihr keine Angst haben, dass da Google irgendwelche Hintertüren drin hat oder irgendwas anderes. Hat aber dafür immer noch die Vorteile von Chrome. Heißt also, ist sehr schlank, ist sehr schnell. Ja, ist also praktisch eine super Alternative zu Firefox. Firefox ist halt praktisch der klassische Gigant, ne? Also Leute, die sicheres Webbanking machen wollen oder irgendwelche anderen super wichtigen Sachen, wo sehr viele persönlichen Daten hantiert wird. Sollte man nach wie vor mit Firefox machen. Ansonsten so für die schnelle Google-Recherche oder ähnliches bietet sich Chromium wirklich an. Weil Chromium ist halt sehr schnell, vor allen Dingen relativ leichtgewichtig, was Arbeitsspeichernutzung angeht. Da macht Firefox ja gerne mal Sachen, dass es für eine Seite dann 200 Megabyte Arbeitsspeicher verbraucht und so eine Scherze. Ja, ansonsten Tor-Browser, da weiß ich jetzt nicht, ob du auch schon mit bei war, ist schon natürlich auch mit drin, ist praktisch Firefox. Nur aber über das Tor-Netzwerk isoliert. Also praktisch über einen Proxy-Server. Jeder, der sich mit dem Tor-Netzwerk auskennt, weiß, was ich meine. Wer nicht, kann sich da über informieren. Gibt es Beiträge bei Wikipedia, überall bei Google, alles. Das ist dieser klassische 3D-Desktop. Gucken, ob ich den jetzt auch starten kann. Ohne dass mir alles abbricht. Ja, ich kann ihn starten. Ist nur der virtuelle Maschine jetzt ein bisschen langsam. Ist halt hier dieses mit diesen ja, Wabbeleffekten, das mit dem 3D-Desktop und diese ganzen Spielereien. Bei Geräten, die OpenGL-fähig sind, ist das auch standardmäßig aktiviert, wenn Knoppix standardmäßig ohne Compats startet, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass eure Grafikkarte nicht 100% kompatibel ist oder nicht auf der Whitelist steht. Dann könnt ihr über dieses Menü das praktisch probieren. Ja, jetzt ich habe die auch die ganze Animation hier. Solltet es aber wirklich erstmal probieren und nicht standardmäßig aktivieren, dann habt ihr hier nochmal praktisch im Menü das, was ihr auch auf dem Desktop seht, dieses auf Knoppix installieren. Hier habt ihr die Auswahl, ob ihr praktisch klassisch LXDE haben wollt, also das, was ihr jetzt praktisch auch nutzt. Ansonsten gibt es noch KDE, was ein bisschen moderner aussieht, und GNOME, was ein Zwischending ist. KDE ist wirklich schon grafisch gesehen einfach mal bei Google suchen nach Bildern, KDE, GNOME. Das sind praktisch die Sachen, wie das alles hier aussieht. Also die Startleiste, Menüleiste, Desktop insgesamt ist praktisch ja die Schickheit eures Rechners. LXDE ist so Windows 95 Niveau. Ich persönlich mag es extrem, weil es ist ultra übersichtlich, es ist ultra leichtgewichtig, es läuft auf jedem Rechner und es läuft super schnell. GNOME ist ein bisschen moderner, verbraucht auch ein bisschen mehr Speicher. Da sollte man wirklich schon Geräte haben, die mindestens 1 GB Arbeitsspeicher haben. Ja, ich weiß, hat heute jeder, aber es gibt halt auch noch Geräte, die haben nur 1 GB Arbeitsspeicher oder weniger. Da sollte man sich überlegen.
Und KDE setzt den ganzen praktisch die Krone auf, das ist praktisch ultramodern. Da sollte man aber auch schon mindestens 2 GB Arbeitsspeicher haben. Ja, ich weiß, haben auch alle viele, aber nicht, also leckt mich. So, ansonsten, was haben wir noch? Systemwerkzeuge ist nur für die Administratoren unter euch, die ein bisschen mehr Ahnung schon von Knoppix haben. Was ich persönlich auch sehr schön finde, ist das Tool. Damit könnt ihr sehr einfach alle smartfähigen Festplatten, also quasi alle modernen Festplatten, auf Herz und Nieren prüfen lassen. Oder euch Statuswerte anzeigen lassen, also Temperatur, Umdrehungszahl, letzte Fehler etc. Zu Smart gibt es auch einen sehr schönen Artikel über Wikipedia. Ansonsten einfach mal öffnen und gucken, was ihr darstellen könnt. Ihr könnt mit Smart eigentlich nichts kaputt machen. Unterhaltungsmedium gilt das gleiche wie bei den ganzen Office-Anwendungen. VLC Media Player in der aktuellen Version mit bei. Audio City, Aumix, also ist praktisch dieses Lautstärkeregler etc. Symbol. OpenShot, alles in der aktuellen Version jeweils bei. Da habt ihr praktisch auch so eine Grundauswahl an die wichtigsten Anwendungen. MP4-Player ist neu dazugekommen. Das ist praktisch jetzt eine neue Alternative. Achso, ich mach das nicht mehr weg, damit ihr seht, wie weit er ist. Ist praktisch eine neue Alternative zu M-Player etc. Ist extrem leichtgewichtig und super flink. Ich persönlich mag den Player und habe den mittlerweile auch als Standard für alle Geräte. Also ich war früher sehr Verfechter von VLC Media Player. Allerdings muss ich sagen, für mich persönlich hat MP4-Player ihm den Rang abgenommen. Bietet allerdings auch fast nichts. Also wie ihr seht, habt ihr... achso, ich weiß gar nicht, ob er ohne Datei überhaupt startet. Ne, macht er nicht. Ist wirklich ein sehr leichtgewichtiger Media Player. Der öffnet sich praktisch bloß ein Fenster, wo das Video drin seht. Mehr nicht. Bisschen Bedienungselemente. Ist auch egal. Ah, doch, hier. Seht ihr. Also, das ist alles, was ihr seht. In dem schwarzen Fenster seht ihr das Video. Mehr nicht. Ihr habt dann unten noch eine Leiste mit Play, Pause, zurück, weiter und das war's. Ist also extrem leichtgewichtig, aber extrem flink. Ja, ansonsten war's das auch schon fast von dem Programm als solches her. Hier habt ihr dann noch so, naja, ich sag mal, Sachen, die allgemeingültig sind. Also Laufwerke zum Beispiel, könnt ihr euer Statuswert über eure Laufwerke auch anzeigen lassen. Ansonsten hoffenweise Kleinkrams hauptsächlich. Taschenrechner, Floppy-Formatierung oder was es war, Schlüsselverwaltung, Dateimanager in der klassischen Art und solche Sachen. Einstellungen sind dann halt Einstellungen, ja, macht Sinn. Da bin ich persönlich eigentlich noch nie wirklich rangegangen, außer für Bildschirmschoner. Alles andere ist bei Knoppix bereits eingestellt. Ansonsten Sachen wie WLAN macht er sowieso, wenn vorhanden, dann hier rüber. Jo. Ah genau, was ich noch sagen wollte, was sich geändert hat, genau. Internet. Geschichte von dem und dem. Es sind nach wie vor beide Anwendungen drauf. Allerdings ist der Standard unter Knoppix seit Version... Ja doch, ab der Version 8.1, glaube ich. Chromium. Heißt also, Firefox ist auch gar nicht mehr Standard. Woran das liegt, weiß ich nur bedingt. Es hat wohl was mit der Sound-Librarie zu tun. Firefox, da funktioniert der Sound nicht mehr. Bisschen Hintergrundgeschwafel. Linux hat verschiedene Sound-Galaxien, sage ich jetzt mal. Also verschiedene Sound-Systeme. Da gibt es zum einen ALSA, dieses Advanced Linux SA Sound. ALSA Advanced Linux Sound Armageddon. Keine Ahnung, wie das letzte A steht. Also es ist praktisch dieses Standard-Framework von Linux, womit Anwendungen Sound ausgeben können. Damit arbeiten auch alle Anwendungen. Damit arbeitet auch Knoppix. Das Problem ist, Firefox hat in der Version, die hier drauf ist und allen späteren, gesagt, nö, wir nutzen eine andere Librarie. Und zwar dieses sogenannte Pulse Audio. Pulse Audio ist genauso wie ALSA eine Soundlibrarie, ist allerdings eher für den professionellen Bereich, also für Musikproduzenten und sowas, was für Normalanwender eigentlich uninteressant ist. Das Problem ist, Firefox nutzt nur noch Pulse Audio. Heißt also, dadurch, dass Knoppix mittels ALSA läuft standardmäßig und Pulse Audio gar nicht aktiv ist, habt ihr bei Firefox keinen Sound mehr. Wenn ihr YouTube-Videos guckt oder ähnliches, alles Stummfilme. Schwarz-Weiß nicht, aber Stummfilme. Und dementsprechend hat Klaus Knopper, der Entwickler von Knoppix,
gesagt, gut, okay, ich will da nicht irgendwelche super Literaries jetzt einbauen oder alles umwürfeln und manuell versuchen, alles umzubiegen, sondern ich mache es mir einfach und sage, jo, leck mich, dann ist halt jetzt nicht mehr Firefox Standard, sondern Chromium, weil Chromium setzt wie alle anderen Anwendungen auf ALSA, sprich also Adapter Sound. Jo, ansonsten gilt das gleiche wie immer. Flash-Anwendungen etc. laufen bei Linux nur bedingt. Allerdings muss man dazu sagen, braucht ihr heutzutage auch fast gar nicht mehr. Also sehr viele Internetanbieter sind von diesen komplett Flash-gebundenen weggegangen. Selbst YouTube läuft mit Knoppix out of the box. Und Knoppix, Linux war ja die Seite früher schlechthin, wo man immer Flash brauchte. Jetzt nicht mehr. Was einfach daran liegt, dass Flash und JavaScript mittlerweile als veraltet gelten. Mittlerweile gibt es HTML5 und das kann praktisch alles, was Flash und JavaScript praktisch so begehrt gemacht haben. So, jetzt sollte ihr langsam mal fertig sein. Wir gehen nämlich langsam die Gesprächsthemen aus. Jo, ansonsten habt ihr nochmal einen Schnellstarter zu LibreOffice. Wenn ihr das öffnet, kommt ihr halt zu der Übersicht. Könnt ihr halt Textdokumente erstellen, Kalkulation etc. Hier könnt ihr eure Bildschirmeinstellungen vornehmen, wie Auflösung etc. Sinnvoll, wenn ihr an einem Rechner sitzt, wo ihr mehrere Bildschirme dran habt. Das ist unter Knoppix zumindest ein bisschen tricky, weil Knoppix nicht für die Festinstallation ausgelegt ist. Heißt also, Knoppix schmeißt euch jedes Mal praktisch Standard um die Ohren. Wenn ihr also mehrere Bildschirme habt, dann zeigen standardmäßig nach jedem Hochfahren von Knoppix alle Bildschirme das gleiche aus. Und um das ein bisschen zu organisieren, kann ich dir leider nicht zeigen, könnt ihr praktisch diese Fenster verschieben und anordnen, so wie ihr es haben wollt, und dann auf Übernehmen drücken. Denn, sortiert ihr praktisch mit die Einstellungen und könnt natürlich auch mit euren Ausgabegeräten die Auflösung verändern. Also dieses klassische Blabla-Gedöns. Dahinter stecken tut A Random Air, also ein sehr leichtgewichtiges Einstellungsmanager. Ich mag's. Und mehr ist dazu nicht wichtig. So, jetzt muss aber langsam mal fertig sein. Sonst bin ich raus. Was gibt's noch? Ja, hier für alle, die Linux mögen, gibt's hier das klassische Terminal. Ja, sollte jeder kennen. Hallo. Spätestens jetzt sollte jeder Mensch, der Linux nutzt, lachen. Oh, er ist fertig. Ah, Fenster ist weg. Sehr schön. So, wie gesagt, das dauert je nachdem. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es bei mir jetzt gerade gedauert hat. Ich habe nicht aufgeguckt. Ich dummer Mensch. Wie gesagt, war es bei mir relativ langsam, weil es halt übers Netzwerk war. Konnten wir wenigstens ein bisschen schön Gequatsche machen. Wie gesagt, wenn ihr ein altes CD-ROM-Laufwerk habt, dauert es vergleichsweise langsam. Wenn ihr ein neueres Laufwerk habt oder USB-Stick, dann geht es ratzfatz durch. So, jetzt kommt gleich die letzte Message und dann war es das auch schon. Ja, ich habe einen Sprung in der Platte. Na komm schon. My heart. Bow. Ja, sieht schick aus. Sieht schön aus. Oha, 25 Minuten schon. Okay, so. Hier einfach das erste auswählen.
Nicht weiter überlegen, einfach das erste auswählen. Ja, das ist praktisch dieser Boot-Sektor, der erstellt wird. Wenn ihr wisst, was das ist, ist das schön. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ist das auch nicht schlimm. Und fertig. Das war's. Jetzt könnt ihr Rechner neu starten oder aber nein sagen und dann könnt ihr das weiter benutzen. Solange, bis ihr dann irgendwann neu starten wollt. So, und jetzt kommt Hard auf Hard. Jetzt fahren wir mal das Live-System runter. Meine Maus ist weg. Hallo. So. Dam-dam-dam. Ja. So. Und nach der Installation begrüßt euch Knoppix nach der HD-Installation wie folgt. Bam. Das ist Standard. Einfach 30 Sekunden warten oder Enter drücken. Diese Auswahl ist dafür, wenn ihr mehrere Systeme installiert hattet, also Windows installiert habt, weil ihr könnt Knoppix auch neben Windows installieren. Dann würde jetzt hier auf Windows auftauchen und ihr könnt euch aussuchen, was ihr starten wollt. Weil Knoppix ist nicht so wie Windows destruktiv, sondern kooperativ. Heißt also, Knoppix löscht Windows nicht, sondern installiert sich neben Windows, wenn es Platz findet. So, einfach mit Enter bestätigen, dann schaltet ihr durch. Und wie ihr seht, das Starten selbst in der virtuellen Maschine geht relativ fix. Sagte er und es dauerte eine Stunde. Ja, das ist halt der Grund, weswegen ich persönlich diese HD-Installation nicht mag, weil der hat halt ein paar Kindheitskrankheiten. Das, warum es jetzt gerade so lange gedauert hat, hat nichts damit zu tun, dass der Rechner so langsam war, sondern das ist tatsächlich eine Macke von Knoppix. Ihr habt immer eine kleine Zeitdifferenz am Anfang. Das hat mit dem Anmeldungssystem zu tun, was nicht für die Festplatteninstallation ausgelegt ist. Wenn ihr all diese Probleme nicht haben wollt, dann guckt euch mein nächstes Video an. Da erkläre ich nämlich die neue Methode mit der Flash-Installation. Und die hat es in sich. Von daher würde ich das persönlich mal drücken. Schau mit V. Und das, wie gesagt, nochmal ganz kurz, ist praktisch hier diese klassische Installation. Ja, ich kann das System noch benutzen, weil wenn ihr auf Abmelden drückt, bis das Fenster kommt, kann teilweise auch nochmal eine Ewigkeit vergehen. Das sind alles Krankheiten von Knoppix an sich. Die haben nichts mit Linux zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass Knoppix bestimmte Subsysteme benutzt, die nicht für die Festplatteninstallation ausgelegt sind, sondern nur fürs Live-Prinzip. Wie ihr hier seht, ist alles ganz normal. Achso, was ich noch sagen wollte mit Wine. Ihr könnt unter Knoppix auch Programme von Windows benutzen. Also ihr könnt Windows-Spiele installieren, ihr könnt Windows-Anwendungen wie irgendwelche Programmeditoren oder portable Spiele, irgendwas, irgendwelche Kacke könnt ihr einfach öffnen. Unter Knoppix, das geht. So viel zu dem Thema. Gott, das dauert ja wirklich lange. Ja, wie gesagt, also ich persönlich würde euch definitiv immer empfehlen, diese Flash-Installation zu machen. Ihr seht ja gerade warum. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon so extrem war oder ob es jetzt an meiner virtuellen Maschine liegt. Normalerweise sollte jetzt ein Fenster kommen mit Abmeldeoption. Kommt aber nicht. Ich bin so alleine. Komm schon. Mittlerweile frage ich mich, ob ich überhaupt drauf gedrückt habe. Nein, nicht ausführen. Nee. Na gut, wenn es euch zu lange dauert, kleiner Geheimtrick. Sudo
Init 0. Ist praktisch das klassische Runterfahren. Das geht immer. Wie gesagt, da sollte jetzt ein Fenster aufkommen, wo man auswählen kann, herunterfahren. Das dauert in der virtuellen Maschine nochmal etwas länger, aber auch auf reellen Systemen kann das dauern. Was früher auch der Beweggrund war, weswegen ich mich persönlich dazu entschieden habe, diese Flash-Installation zu machen. Weil Knoppix ist halt wirklich nicht dafür gedacht, für diese HD-Installation. Das merkt man an vielen Kanten und Ecken. Deswegen, wer Knoppix auf eine Festplatte installieren möchte, der sollte sich mein nächstes Video angucken, wo ich dann nämlich Knoppix auf der modernen Methode installiere. Von daher, ciao mit V.